Hi. Hallo, willkommen zurück zu Resident Evil 1. Nachdem wir den Handschlüssel gefunden haben, gehen wir zurück ins Hauptgebäude, nachdem Basti seine Mental durchgeforstet hat. Durch was? Durchgeforstet. Achso. Was hast du jetzt gedacht? Durchgeportet. Du willst den Mental durchporten? Deswegen musste ich nochmal nachfragen. Ach so. Wir haben jetzt eine Zeit lang nicht mehr gespielt. 3 Wochen? 2 Wochen? 3 Wochen? Ja, es müssten 2 Wochen sein. Wir haben seitdem auch mittlerweile ein komplettes Game beendet, also von daher. Ja, gut, das war an einem Tag. Auf Platin. Auf Platin. Mit einer 4 Stunden Essenswoche dazwischen. Genau. Jetzt muss ich mich da nochmal reinfinden, wo der Haupteingang war. Also wo die Hauptvilla war. Ich glaube hier. Du hast die Orientierung verloren? Nein, ich habe nicht die Orientierung verloren. Weil ich gehe gerade richtig. Und das weißt du woher? Weil ich mich noch erinnern kann, dass hier die Schlangen runtergefallen sind und wir uns da gefragt haben, werden die Errungenschaften überhaupt angezeigt? Hä? Ja. Hä? Lauf! Ich weiß ja nicht, was du meinst. Wie hast du das geschafft? Du hast blaue Kraut liegen gelassen. Das war blaues Kraut im Topf. Das kann man nicht mitnehmen. Okay. So und da rein. Werden eigentlich Trophäen angezeigt jetzt? Ja. Mit was für einem Namen? Mit nicht meinem richtigen Namen. Du weißt nicht, was angezeigt wird oder was? Doch. Okay. Zelda for Play. Okay. Los auf den Timer? Wäre recht. Schlangen! Noch mehr Schlangen! Wäre recht Schlange! Kamera! Huch! Da lag noch eine Schlange. Und jetzt bist du ins Hintern gerutscht wahrscheinlich. Das wäre witzig. Da kommt jetzt einer hoch. So ein Hunter. Froschkönig. Ich hatte Angst. Gibt's den Froschkönig hier auch? Nein. Schade. Au. Bling, bling, blingeling. Oh, nein. Was machst du? Konnte man da nicht runter? Egal. Geradeaus runter und dann bin ich links im Gebäude eigentlich schon. Okay. Ja, es tut mir immer noch leid, dass ich den einen Typen umgebracht habe. Mir nicht. Gut, du spielst die. Ja, das Wer war. Wer hat das Zeug dahingestellt? Interessant. Das war eine interessante Diskussion am Ende von Array Out. Aber hey, wir werden hier mit. Lebensmittel. Also. Leben voll gespammt. Da guck mal, da hat wieder Barry hingeschrieben. Säuregeschosse! Schütze dich damit vor den kugelfesten Dingen in Ketten. Ich bin vorgegangen und habe diese dämliche Tür repariert. Barry. Die ich kaputt gemacht habe, vielleicht? Ist wahrscheinlich. Was liegt denn da doch? In diesem Gang? Keine Ahnung. Find's raus. Egal was da liegt, du kannst es nicht mitnehmen. Das da. Ja klar, das müssen wir ja wieder mitnehmen. Mitnehmen. Hä? Huh? What's the Stars Radio doing here? Inventararbeit? Let's hope the thing still works. Wofür brauchst du das jetzt? Ich brauche eine Inventarbox. Warum nimmt Barry sich das um eine Tür zu reparieren? Was ist das? Irgendwas, was mich anscheinend verfolgt. Sehr, sehr schnell! Ach, runter.
Das war knapp! Er ist natürlich nicht durchgelaufen, oder? Ja. Geh weg! Das hätte so einfach machen können. Gar keinen Namen anzeigen. Was? Da stand gerade kein Name bei der Trophäe. Warum stand da kein Name? Weil man es ausstellen kann. Kann man nicht? Doch. Bei mir wird auch kein Name angezeigt. Auch wenn ich ja nicht weiß, wo man es ausstellt. War das nicht die Tür, die kaputt ging? Keine Ahnung. Find's raus. Ja. Hey, der Türgriff wurde repariert. Warum nimmt Barry sich die Zeit, um die Tür zu reparieren? Was die? Du klangst gerade wie ein Mädchen. Ja, hin und wieder mal passiert. Passiert? Passiert. Du hast gerade passiert gesagt. Nein, passiert. Wie schaust du dein Leben aus? Ich bin voll, ich wurde nicht getroffen. Okay. Doch, ich wurde von einer Schlange getroffen. Nimm einfach auf Stand 1. Wir haben genug, du kannst es verschwenden. Und außerdem, da habe ich auch noch ein Kraut, also. Das war noch. Ach, das war so ein extra XXL-Kraut, oder? Ja, ja. Okay. Hast du nicht auch. Wir werden, glaube ich, nicht drauf gehen. Hast du noch Magnum-Munition? Warum tust du den Säureschoss ablegen? Ich wollte nachschauen wegen meinem Leben. Okay. Beruhig dich! Ich bin aber nicht ruhig! Soll ich den Hunter da draußen umbringen? Wäre, glaube ich, besser, oder? Er wird dir wahrscheinlich gleich, wenn du rausgehst, einen verpassen. Ist wahrscheinlich. Mach doch einfach schnell kaputt. Ich musste gerade. Ich wusste nicht mal mehr, wie ich schieße. Entweder L. Du hast doch eben geschossen. Ja. Das war aber. Reflexschuss. Ja. Interessant. Der war schon wieder in dir drin, eigentlich. Machen sie öfters. Er ist tot. Was war das für ein Donner? Was hast du denn? Mir ist gerade. Random Fact. Random? Mir ist gerade eine interessante Erklärung eingefallen, warum Pikachus Donner Schaden machen kann und niedrige Genauigkeit hat. Weil sich der Gegner vor dem lauten Geräusch ist, sondern es erschrickt. Eventuell. Wow, das hast du von dem einen Video vorhin mitbekommen. Okay. Weil da hat Pikachu auch Donner eingesetzt und es ist nichts passiert. Ja, weil einfach nur Lichtblitze gekommen sind. Ja, aber. Egal. Mein Gehirn auf das Random, okay. Ich habe auch die meisten Ideen, die ich dir schreibe, random auf der Arbeit. Ohne über sowas nachzudenken. Nein, ich will erstmal. Was ist das für ein. Ich glaube, du brauchst die Statue. Und was passiert, wenn du die Statue rausschiebst? Dann müsstest du doch eigentlich logischerweise sofort zerquetscht werden, oder nicht? Ich hab Angst. Gehst du deswegen nicht weiter? Ich kann nicht weiterschieben. Ja, weil du aus dem Ach so. Kannst. Das habe ich mir schon gedacht vorhin. Tu doch mal anklicken, dass du. Ja, das ist ein Knopf, dass es wahrscheinlich zurückgeht. Angst? Ja. 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 Das war knapp. Ja. Das war Nein, knapp. Nein, hör auf damit, Kamera! Das war gerade dezent knapp. Was? Ach so, okay. Das ist Mobbing. Ja! Du lachen im Moment. Was machst du? Kamera. Das mache ich.
Jetzt geh doch! Was machst du? Das hast du wieder nicht! Was machst du? Ich hab grad versucht, nochmal den Knopf zu drücken, dass es nicht zugeht. Jetzt schnell und dich nicht von der Kamera raustricksen lassen. Ey, ist geklappt. Jetzt schieb! Das hast du wieder nicht. Okay. Haha. Das war unlogisch, aber egal. Was ist das? Elektropack! Wow. Ich hätte lieber mal unseren Topaz. Das Loch. Geh ein Loch. Geh ein Loch. Ich geh ein Loch. Was machst du? Ich schau, ob ich das Loch irgendwo hinführen könnte. Vor ihren Füßen ist ein Loch. Sie können nicht weit hineinsehen. Hinabsteigen? Ja. Was denn sonst? Ich hab die Bibel gefunden. Letztes Buch. Letztes Buch, Band 1. Das ist doch nicht das letzte Buch, sondern das erste Eagle Buch. Of South, Wolf of North. Das ist das erste, nicht das letzte Buch. Das Buch verarscht uns. Hilfen. Was bedeuten die Wörter auf dem Einband? Adler des Südens, Wolf des Nordens. Aufschlagen. Medaille. Und natürlich ist da was versteckt. Gefunden im letzten im letzten Buch. Da steht doch was da hinten. Egal. Brauchst du nicht. Steht wahrscheinlich auch bloß gefunden im letzten Buch. Was ist das für ein Buch? Das erste Buch wahrscheinlich. Ich kann nicht entkommen. Ich habe alle Fluchtwege erschöpft. Ich sitze in der Falle. Ich war überall. Das Labor mit dem großen Glasgefäßen voller Formaldehyd und die finsteren, feuchten, unheimlichen Höhlen. Was kann ich tun? Zuerst wollte ich meinen Augen nicht trauen, aber der vertraute, hochhackige Schuh im Korridor. Es war wie ein Reflex. Sofort kam mir ein Name in den Sinn. Jessica. Jessica. Ich will nicht glauben, dass sie mein Schicksal teilen. Nein, ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich muss hoffen, dass sie leben. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen oder getrunken. Das Datum? Ich glaube, ich verliere den Verstand. Warum widerfährt mir das? Warum muss ich diesen elenden Tod sterben? Ich war wie besessen davon, dieses schreckliches Haus zu entwerfen. Ich hätte es besser wissen müssen sollen. Es war ein finsterer und feuchter unterirdischer Tunnel. Wieder eine Sackgasse, aber selbst in der Dunkelheit sah ich etwas. Vorsichtig zündete ich mein letztes Streichholz an. Ich musste es genauer sehen. Ein Grab. Und tief in den Stein gemeißelt mein Name. George Trevor. In dem Moment wurde mir alles klar. Diese Schweine wussten von Anfang an, dass ich hier sterben würde. Und ich bin in die Falle gegangen. Aber nun ist es zu spät. Ich werde verrückt. Alles ist so weit weg. Jessica, Lisa, verzeiht mir. Durch meinen Ehrgeiz wurdet ihr in diese verdammte Verschwörung verstrickt. Verzeiht mir, möge Gott mein Leben für eure Sicherheit nehmen. George Trevor. Wir wollen auch mal Jessica und Lisa. Ein Name ist in den kleinen Grabstein eingraviert. George Trevor. Trevor. Da ist ein Schalter drin. Klick, klick. Und diesen Schalter hat er nicht gefunden. Wir sind übrigens im ersten Stock. Warum sind überall Schalter versteckt, wodurch Leute, die eingesperrt sind, entkommen können? Wie? Okay. Hab da was gehört? Ja, ich auch. Angst? Wo bin ich hier? Ein neuer Weg. Muss das Licht ausgerüstet? Muss das Licht blitzen? Hallo, Spinne. Aha. Die sind nicht reingefallen. Ich glaube, sie ist tot. Ich bin vergiftet, boing. Das ging aber schnell. Traust du diesen Gang? Nein. Vor allem, weil er noch. Hinter dir, nee, links. Wow! Da habe ich ein Bein von der Spinne gesehen. Hoch.
Please don't be poison. Ich bin poison. Willst du mich verarschen? Toll. Bitte sag, was du schnell Munition, blaues Kraut oder so findest. Da ist eine Karte von Villa UG1. Höchstwahrscheinlich nicht. Bitte sag, wenn du schaffst, jetzt hätte ich irgendwo hin, wo du sicher bist. Aber jetzt musst du noch. Musst du noch. Nee, ist grün. Okay. Gut gemacht! Das. Pack die Magnum aus. Schieß mit der Magnum drauf. Hab ich mir auch gerade überlegt. Yes! Was macht Rot und Grün zusammen, Rot und Blau zusammen? Keine Ahnung. Okay. Schieß! Das ist bloß ein Zombie. Okay, dann schieß mit Pistol drauf. Mann, die Pizza! Wer hat die da eingestellt? Du! Ich bin nur noch Warnung. Okay. Kannst du normal benutzen. Mach einen Headshot. Das wirst du bei mir nicht mehr sehen. Ich habe etwas gemacht, um raufzuziehen, okay? Oh. Angekündigter Headshot. Geil, oder? Und jetzt auf den Kopf gezielt, hat er keinen Headshot gemacht. Oder? Das hat auf den Kopf gezielt, oder? Ja. Und keinen Headshot gemacht. Warte. Nein. Ich hätte was blinken sehen. Der ist ein Dolch. Achso, okay. Entschuldigung, ich bin blind. Ich merke schon. Und wieso hast du für diesen einen Zombie gerade so viele Schüsse gebraucht? Keine Ahnung. Der wollte nicht sterben. Du hast fast das gesamte Magazin auf ihn geschossen. Weißt du, dass du mit R1 und Kreis schneller nachlädst? Ja. Warum machst du es dann nicht? Weil ich da. Weil du es vergisst. Angst in diesem Gang. Okay, ich gehe wieder zurück. Keine Erklärung dafür, warum du so langsam nachlädst. Weil ich da dann sicherer bin. Damit ich dann nichts angreifen kann, während ich nachlade. So, wo geht's da hin? Am besten mit R2. Es gibt hier noch ein Item. Ja, die Munition vielleicht hin. Danke. War nicht ein zweites rotes Kraut vorne? Nein, nur eins. Achso, okay. Wieso sollte ich dann da in den Gang reingehen? Da gibt's doch eh nichts. Hm. Außer Tod und Verderben. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Küche! Das war laut. Glückwunsch. Wo komme ich da rein? Küche! Du hast einen Shortcut gemacht. Was ist das? Du hast es. Es ist nicht gut, wenn das ausgeht. Ich weiß. Warum hat das Ding dann so wenig Akku? Nicht auf mein Tablet. Das ist mir egal. Steck an. Bevor die Verbindung abbricht. Findest du nicht den Punkt? Ist auch drinne. Was beschwerst du dich? Ja, ist leid. Aber wieso kam da nochmal die Anzeige gerade? Es lädt. Okay. Nicht auf mein Tablet. Wir sind in dem Gang. Ich könnte die kaputte Schrotflinte mitnehmen. Nein, lass sie einfach, ignoriere sie einfach. Da ist noch. Sind noch zwei. Geh erstmal in den Safe Room. Und hol dir eine neue Heilung. Wow. Sein, dass uns gerade weiter erschrocken hat. Magnum! Alter! Alright. Ja, der hat uns beide erschrocken. Safe Room! Ja, ich überlege gerade, wie ich am besten da hinkomme. Du gehst nächsten Gang nach rechts und in dem Gang dann die letzte Tür nach links. Ja, aber ich habe Angst, dass in. Den Weg noch ein paar Hunter kommen. Du hast eine Magnum. Ja, aber nur noch. Er hat die Tür übrigens rausgerissen. Das ist interessant.
Das ist übrigens die Züge, die du auch kaputt gemacht hast. Geil! Ich hab zwei kaputt gemacht. Ich hab zwei Züge geschrottet. Dein Ernst? Ja. Geil. Ich nehme die kaputte Schrotflinte übrigens mit. Und ist das Hunter und der tut dich abmoxen deswegen. Genau. Warum sollten sie hier einen neuen Gegner... Oh. Oh, warte, kannst du nicht... Ja. Warum willst du die unbedingt mitnehmen? Damit dieser Raum grün ist. Ja, das sind trotzdem immer noch alte Möbel. Mann, bist du pingelig. Es ist immer noch der falsche Knopf. Was suchst du denn? Grün. Die kleinste Violine der Welt. Was machst du? Hier umdrehen. Warum? Weil ich außerdem auf den rechten Joystick gekommen bin. Joy-Con? Nein. Kein rechter Joy-Con. Woher brauchen wir eigentlich einen Adler? Hatten wir nicht noch irgendwo mal eine Wolfsmedaille gefunden? Nein. Dann werden wir wahrscheinlich irgendwann mal eine Wolfsmedaille finden. Okay. Machst du damit nicht gerade deine eigene Ordnung kaputt? Boing. Und Chris. Oh. Und Speicher. Gesund. Toll. Sicherheitshalber. Das waren die Trophäe eigentlich, dass ich meinen ersten Hunter umgebracht habe, oder? Keine Ahnung. Komm, ich wusste auch schon. Ein zerwütteltes Bett. Sie können den Fortschritt speichern. Ja, will ich bitte. Du willst speichern? Was bist du für einer? Nein. Das sind nur eine Trophäen? Nein. Zelda for Play? Speichern beendet. Ich spreche es lieber mal nicht aus. Ja, ich weiß, dass Chill der einfache Schwierigkeitsgrad ist. Ich hätte doch normal gewählt. Nee, normal hätten wir dann Ding wählen müssen. Nee, wir haben ja erst den Charakter gewählt und dann den Schwierigkeitsgrad. Ah, da oben ist direkt ein. Wie ist die Trophäe nochmal? Bestien-Jäger, glaube ich. Eigentlich muss ja nur aufs... Sie haben den Heimschlüssel benutzt. Ist das vielleicht eine versteckte Trophäe? Granaten. Ein Dolch. Brief an den Sicherheitschef. Vertraulich. Zu Händen Sicherheitschef. Datum 22. Juli 1998. 2.13 Uhr. Tag X rückt näher. Die folgenden Verfahren sind innerhalb einer Woche auszuführen. Wir erwarten umgehende Maßnahmen. Erstens, locken Sie Stars zum Anwesen und ermitteln Sie die Kampfdaten der bioorganischen Waffen gegen Stars. Zweitens, sammeln Sie zwei Embryos jeder einzelnen Mutation als Muster, mit Ausnahme des Tyrannen. Eliminieren Sie den Tyrannen. Drittens, sorgen Sie für vollständige Vernichtung des Arclay-Labors, einschließlich allen Personals und aller Versuchstiere.
stellen sie die Todesfälle als tragischen Unfall dar. Falls die Durchführung der Verfahren innerhalb des vorgegebenen Zeitraums nicht möglich sein sollte, erstatten sie umgehend Bericht. Im Notfall wenden sie sich direkt an Anschluss 5691. Ich rufe hier schon 20 Minuten her. Viel Glück, Umbrella Hauptquartier. Eine Tür gehört? Da ist ein Schalter drücken. Die Truppe ist echt schon 20 Minuten her. Krass. Ja, Jäger. Was? Was ist das für ein Raum? Cooler Adler. Ein rotglühender Edelstein ist das Auge. Wollen Sie ihn herausnehmen? Er ist mit etwas verbunden und bewegt sich nicht. Was? Das ist ein Stranger Raum. Warum machst du nichts? Weil du zu weit weg bist. Danke. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Ich wollte es gerade sagen. Warum hast du das Farbband noch dabei? Du machst mich echt fertig. Und warum hast du solche Granaten dabei? Die habe ich gerade in diesem Raum gefunden. Okay, gut. Warum hast du Granaten? Warum hast du noch das Farbband? Entschuldigung. Klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack. Wobei ich mich gerade noch frage, wahrscheinlich muss ich einfach die Edelsteine austauschen. Geiler Arsch. Was? Chill. Wo ich noch frag? Geiler Arsch. Warum ist immer so schnell verwirrt, wenn ich was sage? Ja, weil ich das meistens nicht mitbekomme mit den Kopfhörern. Oder weil es random kommt. Auch. Du benutzt den Firefox? Ja, immer. Warum nicht Chrome? Weil ich Chrome nicht mag. Warum? Ich brauche keinen Internet Explorer. Internet Explorer mag keiner. Wer Internet Explorer mag, dann ist noch eine Vergangenheit. Wo ist der gelbe Edelstein hin? Das war gerade unheimlich synchron. Ah, da. Na komm, guck mich an. Danke. Gelber Edelstein. Wunderbar geschnitten und auf Hochglanz poliert. Klar. Was? Warum kombinieren? Keine Ahnung. Das brauchen sie jetzt nicht. Wunderbar geschnitten und auf Hochglanz poliert. Was jetzt? Jetzt habe ich zwei Edelsteine. Wir sind reich! Wir könnten sie unten bei dem Löwen mal versuchen einzusetzen. Mhm. Aber das machen wir im nächsten Part. Okay. Natürlich gedacht, oder? Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Part. Ciao. Ciao.